Jo Leute, willkommen zurück zu Super Meat Boy und wir sind zurück im Forest, weil im Forest gibt es auch noch diese wunderbare Welt und zwar die Dark World. Und die möchte ich erst noch machen, bevor ich weitermache. Ich habe inzwischen den Headcrab Half-Life Klingi Itchy. Wir probieren ihn einfach mal. Okay, hopp. Ach so, okay, der kann sich besser an denen festhalten. Nee, das mache ich mit Meat Boy. Ich glaube, den mache ich mit Meat Boy besser. Shit. Shit, zu wenig. Ein bisschen zu viel. Wieder zu viel. Wieder zu viel. Perfekt. Process. Next Level. Okay. Na, ein bisschen mehr sliden. Hä, was war das? Okay, ich bin, glaube ich, kurz nochmal auf A gekommen. Passt. So sollte das sein. Next Level. Next Level Gaming. Ups, Grader. Zack, 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 zack. Und erledigt, Grader. Ich werde besser in dem Spiel. Meine Fre das war. Das Level habe ich schon, ne? Aber habe ich das schon auf. Ne, Grade A plus habe ich noch nicht. Mit dem. Gut, dann einmal rein, zack, zack, zack. Okay. Moment, wir können aber, ich glaube, das dürfte besser gehen, wenn ich hier lang gehe. Zack, 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 zack. Ja, ich erinnere mich an meine Leiden. Machen wir es so. Warum gibt es hier keinen Restart-Button? Grade A. Ja. Und hopp, und hopp, und. Ne, muss ich erst die Wand hoch? Muss ich dazwischen landen? Das kommt mir dann nicht so smooth vor. Ja, ich muss zwischen landen. Das schaffe ich mit dem Char sonst nicht. An der Wand geknallt. Ups, ups, ups. Ne, muss ich nicht. Grade A müsste das gewesen sein. Okay, zack, zack, zack. Okay, hopp, hopp, hopp. Hopp und hopp. Das war zu langsam. Und einmal da wieder hoch. Ne, schaffe ich nicht. Habe ich nicht genug Schwung. Okay. Hopp. Ach, shit. Ja, wäre sowieso zu langsam gewesen, glaube ich. Okay, zu viel. Oh ja, perfekt. So sollte das. Schaffe ich nicht. Okay. Ah, shit. Ist zu langsam. Ich bin nicht zu langsam. Habe ich irgendwo ein Bandage vergessen? Also ich sag mal, da hätte ich noch einiges rausholen können. Und das ist ein ganz gemeines Level. Okay. Zack, ups. Ups. Whee!
Wenn ich zu viel Schwung habe, dann rutsche ich hier drüber. Wenn ich zu wenig Schwung habe, komme ich nicht über die Säge. So oder so ist scheiße. So, wie soll ich den Sprung hier machen? Ach. Bisschen zu viel. Zack, zack. Yes, Greta. So, irgendwo was verpasst? Ich glaube nicht. Da einmal hoch, da einmal, da, da. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was ich verpasst hätte. Next Level. Da ist ein Bandage. Das möchte ich bitte haben. Ups. Moment, ich bin da oben doch safe dran gekommen. Moment, wir machen das einmal safe. Und dann machen wir es einmal auf Speed. So viel zu safe. Alter, das Timing für den Sprung da ist schon tight. Ist das ein nicht gespeedeter Sprung? Ich glaube, das könnte ein nicht gespeedeter Sprung sein. Hopp. Hopp. Okay, ups, Mikro. Aufs Mikro hauen ist immer gut, habe ich gehört. Aber man kann den ganzen Scheiß auch mit ein bisschen Speed machen. Man muss ihn halt nur passend wieder rausnehmen. Nein! Und okay. Ich weiß, mit welchem Char das irre einfach wäre. Ich bin auch einmal überlegen, ob ich das gerade, ob ich den gerade nehmen möchte. Weil mit dem Schweben hat der aus dem Wald der Charakter definitiv Switch Character. So, zack. Kommt nicht rüber, okay. Ist egal. Zack, zack, zack. So, das geht aber besser, denke ich. Ach, du musst springen, damit du gleiten kannst. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war jetzt buggy, aber nein, du musst springen, damit du gleiten kannst. Jetzt habe ich mich etwas von Bandage Girl da ablenken lassen. Da müsste einmal zurückspulen, die war gerade mega buggy. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Idle-Haltung von ihr ist oder Bandage Cat. So, jetzt möchte ich aber Switch Character. Weil ich glaube nicht, dass ich mit dem Commander schnell genug bin, um hier durchzukommen. Ich glaube, im Originalen war hier, war oben nur eine Wand. Ich weiß auch nicht. Eine Sache muss ich ausprobieren. Eine Sache muss ich ausprobieren. Hopp, hopp. Hopp. Alle ab. Zack.
Eigentlich brauche ich so viel gar nicht. Ich müsste da weniger machen, damit ich. Zack, zack. Das hätte geklappt. Ich bin mir sicher, das hätte geklappt. Okay. Ne, ne, ne. Und. Jetzt weiß ich, wo mein Problem ist. Wenn ich von unten her geslidet komme. Und hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Alle ab. Und. Shit. Also ich kann die erste Wand einreißen. Kann zurück. Und kann. Shit. Ich darf da aber nicht bis nach ganz unten bei der zweiten Wand. Hopp, hopp. Und hopp. Passt. Als Process. Alles, was ich mache, ist prozessbedingte Weiterentwicklung. Außer das. Das ist Bullshit. So, und ab und ab und ab und und ne. Einfach runterlaufen funktioniert nicht. Es könnte vielleicht funktionieren, wenn die oberen beiden nur stehen. So muss ich da. Ich muss das, glaube ich, ohne Speed machen. Wenn ich es ohne Speed mache, funktioniert es nicht. Okay. Wenn ich es mit Speed mache. Zack. Jetzt ultra schwierig. Also den zu kontrollieren ist ein bisschen schwieriger. Zack, zack, zack. Hab dich. Grader, yes! Oh mein Gott. Und Match, 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 Match. Bums, Bums. Zack, 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 zack. Jawoll! So wollte ich das. Okay, durch, hopp, 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 hopp. War das nicht hier die Lava-Welt? Da wo all oder die Feuerwelt, da wo alles gebrannt hat? Diese kleine Säge da, die nervt mich am meisten. Die so harmlos aus dem Boden scheint, die nervt mich am meisten. Shit. Okay, da wurde ich zu greedy, muss ich ehrlich sagen. Greed, greedy am greediesten. Ultra greed. Yes, Grader. Zack, zack, zack. Okay. Nee, da komme ich nicht so hoch. Okay. It's process, Leute. It's process. Hab dich, Grader. Das war easy. Timing ein bisschen verschissen. Ich glaube, das hier ist schneller. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall schneller an. Wenn man es richtig macht. Da muss das Timing einfach passen. Jetzt backt die schon wieder so rum. Kacke, ich lass mich von so Kleinigkeiten viel zu sehr ablenken. Nee, da hat das Timing einfach nicht gepasst. Es kann irgendwie sein, dass die beim einen hoch und runter fahren. Okay. Klatschen wir einfach mal. Weil so wie ich das sehe, haben wir hier sowieso kein Bandage. Also wir müssen nicht safe spielen, wir können hier direkt auf Grade A spielen.
Was anderes als Grey Dark kommt für mich gar nicht in Frage. Oh, da ist eine Warp Zone. Okay, gut, dann können wir einmal safe spielen. Weil da ist noch ein Bandage dann drin in der Warp Zone. Nee, ich muss da, glaube ich, durchspringen. Ich glaube, durchlaufen ist nicht. Ja. Zack, zack. Okay. Hopp. Puh, cool. Super Meat Boy. Und jetzt? Okay. Ich verkacke hier gerade super hart. Zack. Jetzt habe ich gedacht, er kommt sowieso oben wieder dran. Nein, kommt da nicht. Aber hier muss ich ja nicht auf Zeit spielen, ne? Also eigentlich kann ich mir da Zeit lassen. Ganz ehrlich, was ist denn das für Mist? Ach komm, scheiße. Drauf geschissen. Switch Character. Ah, okay. Da war man zu voll, die anderen hierfür zu animieren oder was? Und jetzt komme ich wieder oben dran, wa? Und hopp, und hopp, und fall runter. Okay. Nein! Vor allem, das ist Level 1-1. Zack. Shit, da war ich jetzt viel zu lange da oben dran. So the cookie crumbles. Scheiße, es passt nicht. Das passt nicht. Ja, die Klappe. Wenn man nicht so lange davor warten müsste. Was ist denn das? Du läufst doch nicht auf Eis, du Idiot. Oh, das Level macht mich fertig. Das Level macht mich gerade fertig. Hopp und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Nein! Wir spielen das nice und safe hier runter. Wie gesagt, wir spielen das nice und safe hier runter. Warum müssen das so ein Felder große Dinger sein? Wie soll ich das Ding denn kriegen, bitte? Shit, tot. Wie soll ich das Teil denn bitte kriegen? Kann mir das mal einer erklären? So, einmal das, einmal das, einmal das. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. So. Kein Kommentar. Ich wollte gerade sagen, lande unten drauf. Mach's safe. Nein! Ganz ehrlich, wie soll ich das Ding denn... So,
werde so random irgendwo sterben, ne? Das gibt es gar nicht. So. Nein! Nein, 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 nein. Achso, es stimmt ja, ich habe ja pro Level habe ich 3 Leben. Da oben ist noch ein Bandage. Ach nee, dein Ernst. Also wenn ich die Möglichkeit habe. Zack. 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 Wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich den einen Safe machen. Das eine Bandage hier safe machen. Und dann Bandage Girl holen. Wenn ich den anderen dadurch halt auch noch kriege, dann schön. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss ich den aber zumindest nicht mehr machen, weil der ist so scheiße zu holen. Also das erste geht ja jetzt inzwischen, sagte er und starb wahrscheinlich am ersten hier. Aber das geht ja inzwischen. Aber die anderen beiden, also ich sag mal, das Ding zu schaffen, eigentlich kein Problem. Das Bandage oben zu kriegen, super schwierig. Shit, ich habe den Walljump nicht gehabt. Ich stand oben drauf. Das Movement ist da ein anderes. Jetzt dachte ich stehe oben drauf. Okay. Komm schon. Ja. Gut. Einmal dadurch. Ich wollte gerade sagen, nimm das Bandage Girl. So, jetzt muss ich nämlich nur 1-3 noch machen. So, das. Ich kann doch jetzt nicht schon 1-1 verlernt haben. Ich weiß nicht, das hat mich verwirrt, dass ich direkt oben drauf gelandet bin und stehen geblieben bin. Ganz ehrlich, die ganze Zeit bin ich da safe durchgekommen und jetzt auf einmal. Nee. Das ist doch so ätzend. Ich finde das so zum Kotzen. Hopp und. Ab und ab und ab und ab und ab und ab und. Nein! Verkacktes Bandage Girl, du könntest dich ja mal ein bisschen bewegen, ey. So. Ich würde es spannend machen. Das ist so ein Müll. Das ist so ein Müll. Es ist wirklich Müll. Zack, 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 zack. Ab dich. Puh. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht tot, aber da waren wir schon tot. Safe. But Bandage Girl is in another Warp Zone. Oh. Ist mir egal, wo die ist.
Ach stimmt, jetzt muss ich das ja auf Speed machen. Ich muss einmal gucken, ob ich da. Da komme ich nach oben, wenn ich da mit Full Speed durchgehe. Okay. Da muss ich. Nein, diesmal lasse ich mich nicht von deinem Rumgebagger ablenken. Muss ich mich echt da vorstellen? Shit. Das war zu viel. Ich möchte eigentlich von der Wand aus durchspringen. Zack, zack, zack. Also ich verliere da irre viel Zeit an dem Hindernis. An dem Hindernis verliere ich super viel Zeit. Wenn ich das so mache wie. Also man kann hier das machen und da verliere ich halt super viel Zeit. Okay. Muss ich unten mich draufstellen. Zack, zack. Zack. Ah, komm. Ab in die Säge. Zack, 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 zack. Wenn ich genau die richtige Dosis an. Moment. Wenn ich genau die richtige Dosis an Schwung habe, müsste das theoretisch gehen. Jawohl, ja. Yes! Genau so wollte ich das haben. Weil sonst hätte ich da ewig vorstehen müssen. Und zack, genau dadurch. Oh, wunderschön. Da ist ein Bandage. Okay. Moment. Moment. Nee. So, natürlich nicht. Shit. Okay. Nee, ich muss links, rechts an die Wand. Aber wie komme ich rechts an die Wand, ohne da an die zu klatschen? Okay, das hat was. Das hat einiges an Schwierigkeit. Da das passende Timing rauszufinden, wird knusperig. Okay, das war zu viel Sprung. Ist das ein nicht geboosteter Sprung? Kann es das sein? Was mache ich denn da? Oh Gott. Okay. Shit. Shit. Zack, zack. It's process. It's process. Mann! Zu früh gesprungen. Wieder zu früh gesprungen. Ich muss ganz kleinen Zacken später springen. Ah, zu hoch. Im Grunde ist egal, wie viel Speed ich unten halt aufnehme. Ich muss sowieso warten, bis die Säge an einer ganz bestimmten Stelle ist. Und das ist immer zum gleichen Zeitpunkt. Außer es gibt natürlich einen anderen Weg, aber ich finde gerade keinen. Ich muss warten, bis die einmal runtergeht. Okay, nochmal einen kleinen Zwischenhopser. Ja, da hätte ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen Zwischenhopser machen müssen. Ne, da hätte ich jetzt rüber gemusst. Nicht so viel sliden, glaube ich. Also, was heißt, glaube ich? Nicht so viel sliden, definitiv nicht. Shit, zu früh. Okay.
Ich muss mit dem Sprung, der über die Säge geht, muss ich weiter nach oben. Da muss ich knapp an die obere Säge dran. Oder komme ich da drum herum? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wenn, dann ist es schwierig. Aber ich muss das ausprobieren. Okay, kann ich jetzt ausprobieren? Oder auch nicht? Nee, es ist zu früh. Es ist blöd. Es geht mir gerade richtig hart auf die Eier. Mann, warum komme ich denn jetzt nicht mal über die erste Säge? Ich glaube, da dürfte Jill sogar am einfachsten sein. Oder auch nicht. Ich kannte Jill nämlich nicht so ganz. Okay. Zack, zack. Der ist irre leicht. Deswegen rutscht er auch viel schneller, finde ich. Zack. Zack. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß zwar nochmal machen, aber ich bin guter Dinge, dass ich das nicht hinkriege. So, zack. Okay. Das war blöd. Sind die asynchron? Ne, die sind absolut synchron. Die sind absolut synchron. Also komm, wenigstens das Bandage möchte ich noch haben. Muss ja nicht Grade A werden, aber wenigstens das Bandage möchte ich noch haben. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Okay. Moment. Safe machen. Ich hab's fast befürchtet. Ich war kurz am Überlegen, ob ich links nochmal an die Wand soll. So, Moment. Zack, zack. Zack, zack, fuck. Was machst du denn da? Hör auf, so weit zu springen. Du sollst dich ein bisschen von der Wand abstoßen, du Idiot. Ich krieg gerade Kotzreiz. Also das Level schafft mich gerade total. Und ich weiß, dass die halbe Stunde eigentlich um ist. Aber dieses Level geht mir gerade mega auf die Nüsse. Boah, geh mir nicht auf die Eier. Okay. Zack. Jetzt spring ich am. Fuck you hard, ey! Vor allem, das Problem ist, die Finger erinnern sich einfach an das Handling vom Meat Boy. Bei dem. Deswegen ist es gerade so schwierig, sich auf den jetzt viel, viel leichteren Captain einzustellen. Und erledigt. So, jetzt muss ich nur. Fake is this. Moment. Zack, 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 zack. Oh shit.
Oh shit, verdammte Scheiße, aber auch. Machen wir beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Super Meat Boy. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.